Leichter Konzentrationsfehler. Tja, hier kommt richtig was runter. Wir haben gerade die Einblendung auch gesehen. Die Pferde sacken überhaupt gar nicht ein in den Boden, sondern es ist noch genügend Grip da. Der Boden ist optimal und das auch für Cornetta und Katrin Müller. Elfjährige Stute hier des Cornet Obolensky, mal Captain Powell, das den die Reiterin hier vom Zuchtreitenfahrverein Vosswinkel mitbringt. Heute Morgen im Sonnenschein, da hat sie die erste Prüfung, die Youngster Tour, gewinnen können. Tja, und auch für sie sind natürlich die deutschen Meisterschaften immer wieder eine Gelegenheit, hier auf Medaillenkurs zu gehen. War Vizemeisterin 2012 auf diesem Platz. Und in den vergangenen, auch drauf folgenden Jahren eigentlich jedes Jahr unter den Top 20 mit dabei. Diese Cornetta hat sie vergangenes Jahr noch im Championat in der internationalen Tour geritten, war 12. Hat sie noch mal ein bisschen aufgemuntert, auch mit der Gerd an der Seite. Und es ist alles liegen geblieben. Und schauen Sie mal auf die Zeit. 71,85 Sekunden. Das ist das Bestergebnis momentan. Und das bedeutet natürlich auch, dass sie mit dem fehlerfreien Ergebnis auch am Ende der jeweiligen, am Ende der jeweiligen Wertungsprüfung starten wird. Das heißt, mit dem besten Ergebnis wird sie zum Schluss an die Reihe kommen. Morgen im Finale. Wie gesagt, vor Merken 14 Uhr, wenn Sie gleich das Finale der deutschen Meisterschaften der Damen mitverfolgen wollen.